dieser Schweinehund. Sechzehn. Was für ein Junge? Sag mal, bist du bekloppt? Ich spreche von Martin. Martin, das ist kein Junge. Sag mal, bist du völlig von der Rolle? Was ist er denn dann? Ein Bub. Der Martin ist ein Bub. Mensch, lass dich doch einweisen. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Wir müssen das machen wie Männer. Und dazu brauche ich dich, Eberhard. So paradox das klingt. Sie sind also Martins Großvater? Nein, ich bin sein jüngerer Bruder. Ich habe sie mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Ich weiß. Ich wirke etwas reif für mein Alter. Toll. Ja, Walter, diese Frau sehnt sich nach Liebe. Enttäusche sie nicht. Nicht, dass du glaubst, dass sie irgendwie... Mein Typ wäre sie ja auch nicht. Naja, sie ist ein bisschen jung, nicht? Aber sehr sympathisch, sehr menschlich. Sehr gute Pädagogin. Sehen Sie, mein Verhältnis zu Herrn Direktor Steckel ist nicht gerade das Beste. Will er Ihnen an die Wäsche? Walter, ich bitte dich! Du stehst in deinen Rosen! Dann hätte ich gerne etwas Aufbauendes für einen älteren Herrn. Plattfuß, Holzbein. Du hast keine Chance. Ich mach dich fertig.